Tatsächlich ist es so, dass selbst mein Eiweiß-Intake stark reduziert ist. Warum du mit einem Refeed gezielt mehr abnehmen kannst, obwohl du mehr isst. Montag, es ist 6.30 Uhr, Wettkampfdiät Woche 11, 12, irgendwie sowas. Nach dem Deload und nach dem Refeed. Ich werde euch heute ein bisschen was zu dem Thema Deload und Refeed in Kombination erklären. Denn ich glaube, dass es relativ interessant sein könnte, auch jetzt hier in meinem Zusammenhang. Außerdem wäre es ja wirklich mal interessant zu wissen, wie sich mein Körpergewicht entwickelt hat, wenn ich 2 Tage 125 Gramm Carbs und insgesamt 10 Gramm Fett mehr gegessen habe, was dann ja unterm Strich schon eine deutliche Menge Kalorien auch darstellt. Aber jetzt muss ich mich tatsächlich auch erstmal für die Arbeit fertig machen, denn wie gerade gesagt, heute ist Montag. Ja, ich bin jetzt soweit ready für die Arbeit. Ich habe hier noch gerade einen Apfel und ganz richtig aktuell, Alter. Cola Zero kommt auf der Arbeit in den Kühlschrank und wird dann den ganzen Tag gesuppt, gerade bei den Temperaturen. Und auch mega gut, weil sowas mit Geschmack passt in der Diät immer besser als Wasser. Hier bin ich, Monster ist schon am Start, es geht jetzt gleich ab ins Gym. Ich mache mir jetzt mal kurz meine Pre-Workout-Nutrition und das Ganze schaut wie folgt aus. Und zwar ist es bei mir mal so, dass ich ja praktisch zwischen meiner 3. und 4. Mahlzeit trainiere. Und um diese Zeit zu überbrücken, gönne ich mir dann jetzt hier im Training immer eine Portion EAAs. Ist halt perfekt, schnell verdauliche 9 essentielle Aminosäuren. Und Leute, ich bin ja auf Prep, also in der Diät. Und tatsächlich ist es so, dass selbst mein Eiweiß-Intake stark reduziert ist und ich weniger Eiweiß zu mir nehme als im Aufbau. Das bedeutet, selbst bei den Protein-Feedings muss ich gucken, dass ich mein Eiweiß bestmöglich dosiere. Und gerade jetzt zur Überbrückung reicht da halt ein EAA-Produkt absolut aus, weil ich dort mit wenig Kalorien, also ca. 50, das entspricht ca. 10 Gramm Eiweiß und noch ein bisschen was anderem, möglichst viel oder möglichst das reinbekomme, die 9 essentiellen Aminosäuren, die für die Proteinbiosynthese nötig sind, die ich benötige. Wir sind jetzt im Gym angekommen, wir werden Push trainieren, aber als Intro-Einheit. Das bedeutet, wir gehen mit einer RER 2-3 in die Session. Aber Mikro vergessen, perfekt. So, bevor wir richtig ins Thema reinstarten, möchte ich noch mal ganz kurz Intro-Week erklären. 2-3 RER bedeutet, wir steigen nach dem Deload etwas leichter ein, denn wir brauchen gar nicht so einen starken Trainingsreiz, um jetzt die Hypertrophie vernünftig anzukurbeln, weil wir sind ja durch unsere Trainingspause oder die leichtere Trainingswoche etwas desensibilisiert. So viel dazu, nur damit ihr euch nicht wundert, warum ich nicht ganz so hart trainiere wie normalerweise. Ich starte jetzt mit meinem ersten Arbeitssitz Post-Deload und Refeed. Ich bin mal gespannt. Die kleinen Press, also einmal mittlere und untere Faserstruktur der Brust ein bisschen hitten. Wird auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, wir starten mal. Ich muss mal kurz rechnen. 9 Wiederholungen, 10 Wiederholungen wären so ungefähr RER 2. Schauen. Dinge einfach Einstiegshilfen vergessen. Schön festmachen. Funktioniert mit RER 2 auf jeden Fall. Gut funktioniert mit leichter Einstieg. Sag, gut funktioniert mit dem leichten Einstieg. Welcher leichte Einstieg? Ich wollte eigentlich RER 2 machen. Hä? Ich wollte eigentlich RER 2 machen. So. So, ja. Aber ist das ja auch zum Aufwärmen oder was? So, kommen wir nach diesem Fail auch direkt zu Punkt 1, Thema Refeed. Ein Refeed ist dafür da, um die Glykogenspeicher in der Diät wieder aufzufüllen. Das bedeutet, wir möchten dadurch auch so ein bisschen Diätermüdung abbauen. Primärer Grund ist, die Glykogenspeicher wieder zu füllen und somit dann im danach folgenden Zyklus wieder mehr Kraft zu haben und halt im Deload, wie eben schon gesagt, von den zusätzlichen Kalorien in der Regeneration natürlich auch so ein bisschen ja, zu profitieren. Und das Wichtigste in so einer Intro-Einheit ist auch wirklich, dass ihr euch wirklich versucht, an die Intensität zu halten. Ihr habt es gesehen, ich habe es im ersten Satz versaut. Kann passieren. Viel wichtiger ist dann dafür jetzt, dass man straight bleibt, sich nicht mitreißen lässt und ich jetzt wirklich sage, okay, ich schalte jetzt mal vom 6. zurück in den 5. Gang, denn das reicht heute absolut aus. Ansonsten sind wir jetzt hier an der Smith-Maschine, wir werden jetzt Incline Press machen, das ist nochmal eine richtig gute Ergänzung. Decline, Incline, so haben wir die komplette Chest mehr oder weniger sogar logisch gehittet und dann gibt es gleich noch Fleiß, um ja auch mal so ein bisschen Isolation reinzubringen. Here.
besser. Das war jetzt immer eine richtig schöne Aria Arm 2. Heben jetzt nochmal, wir haben es am Anfang schon an der Maschine gemacht, habe ich noch nicht gefilmt. Hier jetzt wirklich High Rep, 30 Wiederholungen, Partial Reps einfach komplett drauf, bis die Zeit jetzt platzt. Also ich hatte euch vorhin ja schon gesagt, dass der Refeed primär da ist, um den Deload nochmal so ein bisschen zu unterstützen, die Glykogenspeicher aufzufüllen, wieder Kraft für den kommenden Zyklus zu haben. Der zweite Aspekt ist, dass wir durch den Refeed unseren Kopf, also unseren Körper psychisch, wenn das richtig ist, so ein bisschen austricksen können. Das bedeutet, in der Diät ist es so, dass wir ja immer weniger Gewicht verlieren. Und das hängt primär damit zusammen, dass unser Körper sich natürlich gegen eine Gewichtsabnahme und gegen eine Fettabnahme wehrt. Das hängt so ein bisschen mit den Urinstinkten zusammen. Wir müssen oder sollen eigentlich nicht abnehmen, denn desto dünner wir werden, umso anfälliger sind wir natürlich für potenzielle Feinde oder generell kann es uns schlecht gehen und das will der Körper natürlich vermeiden. So, wenn wir jetzt also in der Diät sind und unser Gewicht stagniert, macht es Sinn, Refeed bzw. gewisse High Days mit einzubauen, denn wenn wir diese dann auch kontinuierlich machen, merkt unser Körper, ey, da kommt von außen immer wieder Energie dazu. Das heißt, ich kann Fett abbauen, weil ich bekomme ja externe Energie. Und solange ich diese externe Energie bekomme, macht es ja nichts, wenn ich weniger Körperfett habe. Wenn du dein Kaloriendefizit also die ganze Zeit straight durchziehst, dann hast du diesen Effekt nicht und dein Körper fängt irgendwann an, sich gegen eine weitere Abnahme zu wehren. Und dafür sind einfach diese Refeeds perfekt und auch wirklich für da, um diese gezielt einzusetzen. Ich hoffe, dass ihr jetzt so grundlegend ein bisschen verstanden habt, worum es beim Refeed geht und warum du mit einem Refeed gezielt mehr abnehmen kannst, obwohl du mehr isst. Ich werde jetzt noch eine Posing-Runde machen. Dafür muss man sich natürlich erstmal ausziehen. Und ich werde das... So, warte mal. Ich werde das Ganze aber für euch mit dem iPhone filmen, weil ich das auch direkt für meinen Coach brauche. Ich blende euch jetzt also dann gleich einfach mal so ein paar Sequenzen ein. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be. So, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Einfach aktuell pro Woche so 4 Runden Posing, 2 bis 3 Durchgänge, das ist so mein Soll, was ich zu erfüllen habe. Meistens mache ich es nach dem Training, weil das Feeling besser ist, aber auch 2-mal an den Rest Days, denn man muss sich natürlich auch daran gewöhnen, ja, ohne Pump und beziehungsweise einfach raw, random loszulegen. So, ich muss jetzt raus, hier ist gleich ein Kurs und wir sehen uns zu Hause. Welcome back to the kitchen, ihr kennt den Ort. Wir machen uns jetzt erstmal ein Post-Workout. Junge, die Haare, aber egal. Leute, ich habe gerade geduscht, also ich komme nach dem Training, verzeiht es mir. Wir haben hier schon wieder so ein bisschen was am Start. Einmal Chicken, da die Kartoffeln. In der Mikrowelle sind auch gerade noch die Veggies. Das wird dann gleich alles schön zusammengepanscht. Ihr kennt es mittlerweile, weil ich habe es in den beiden Wien-Videos auch schon gezeigt. Das ist mein Diät-Standard-Meal. Das wird sich jetzt gegönnt. Aber ich kann ja auch schon mal sagen, vor dem Essen gönne ich mir jetzt auf jeden Fall noch meine Subs. Es gibt jetzt einmal die Essentials. Es gibt das Athlete Stack, das kennt ihr. Junge, der Topf geht hier gleich über. Und es gibt Aschwa. Immer zu einer Mahlzeit passt jetzt eh ganz gut. Leute, ich habe eh jetzt aufgegessen und ich möchte jetzt noch etwas zeigen. Und zwar, ich habe hier ein fettes Paket. Und viele, die mich länger verfolgen, also es sind so mega viele Pieces, ich könnte jetzt hier einfach, ich glaube, 10 Minuten einen Try-On-Haul machen. Ich glaube, das wäre bei der falsche Channel. Vielleicht mache ich einen neuen. Und zwar, Waze. Viele, die mich jetzt schon länger verfolgen, haben jetzt öfter in den Vlogs schon gesehen, dass ich viele Waze-Kleidung trage. Und ich bin so happy, dass ich euch jetzt endlich mitteilen darf, dass ich offiziell Teil des Team OAs sein darf. Und ich bin da auch so ein bisschen stolz drauf, weil das etwas ist, wo ich genauso wie ESN schon lange drauf hingearbeitet habe. Also alle, die mich noch von ganz damals kennen, wissen, als ich mit Insta angefangen habe, das größte Goal für mich war ESN. Und
das zweite Goal war dann halt Oase. Jetzt ist es soweit. Also, kleine Werbung in eigener Sache. Ihr könnt dann auch ab jetzt bei Oase zu den Drops oder generell immer, wenn etwas im Shop verfügbar ist, mit Code Lars den aktuell maximalen Rabatt rausholen. Und ich möchte mich bei euch bedanken, weil ihr am Ende das für mich möglich gemacht habt. Und für alle, die mit meinem Code BOYS bestellen, vielen Dank dafür. Und für alle, die mich auch schon ewig bei ESN supporten, auch ein riesen Danke an dieser Stelle. Und sobald ich mal für euch was raushauen darf, kommt es natürlich. Jetzt steht erstmal der Start an. Ich möchte mich gut für euch positionieren, möchte meinen Einfluss, meine Persönlichkeit ein bisschen bei Oase mit einfließen lassen, hin und wieder mal zu ein paar bestimmten Pieces meine Meinung dazu geben, meinen Stil da irgendwie einfließen lassen. Ich hoffe, dass mir das gelingt und ich hoffe, dass ihr das Ganze annehmt und vielen Dank für euren Support vorab. So, und nachdem ich das jetzt verkünden durfte, ist jetzt auch Bad Time, Leute. Das bedeutet, ich gönne mir jetzt noch mein letztes Protein-Feeding und dafür habe ich aktuell halt immer das hier am Start. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber ich mache mir da gleich mal so einen nicen Pudding oder cremigen Shake. Checke ich jetzt gleich für euch mal ab. Zeige ich euch jetzt mal, was ich mir dann gönne. Das ist mein letztes Protein-Feeding für heute. Vor dem Schlafen gehen nochmal Proteins und dann morgen früh auch direkt das nächste. Und zwar nehme ich mir davon jetzt mal 30 Gramm, weil das genau die Menge an Protein ist, die ich noch offen habe. Da kommen dann jetzt, mein Waschbecken ist dreckig, sorry, ca. 300 Milliliter Wasser drauf. Moment. Einfach perfekt nach Gefühl. Und damit das schön cremig wird, müsst ihr das dann natürlich gut shaken und ein bisschen stehen lassen. Da ist nämlich Casein drin und das Casein bewirkt oder bindet halt extrem krass Wasser. Und dadurch wird so ein Casein-Shake halt einfach mega, mega dickflüssig. Also ich kann euch auch empfehlen zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel das Porridge mega cremig haben wollt, dass ihr euch da auch einfach ein Whey holt, wo Casein enthalten ist, also ein Mehrkomponenten-Whey. Und dann wird auch das Porridge halt nochmal deutlich cremiger, als wenn ihr einfach so ein normales Whey nehmt. Ihr könnt so ein bisschen sehen, schön cremiger Shake. Und wie immer, Leute, möchte ich mich jetzt natürlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Abonniert gerne meinen Kanal, checkt Insta, TikTok, alles mögliche ab. Würde mich mega freuen. Natürlich auch immer der Support, Code Lars bei ESN und bei Oase. Das macht das Ganze hier möglich. Und dementsprechend wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das seht. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.